Hallo und willkommen zu Alpenrevue. Bombardier ist ein weiteres Album aus der Chamonix-Schmiede, das sich einer verkürzten Kategorisierung verweigert. Natürlich könnte man es irgendwo in der Welt des Downtempos und des Trip-Hops ansiedeln oder Dubstep. Dort wird man es vermutlich in einem Plattenladen finden. Doch das kann letztendlich nur als eine Annäherung betrachtet werden, denn diese Musik besitzt eine starke und eigenwillige Handschrift des Urhebers. Vorweg gesagt, das hier ist eine der charmantesten Platten, die in den letzten Jahren aus München gekommen sind. Zugleich ist dieses Album launisch und in seinem Ausdruck geradezu unprätentiös. Für mich besteht die Faszination der Aufnahmen hier in dieser Gratwanderung zwischen verträumter Gutgelauntheit und tiefsitzender Traurigkeit. Die Töne schlendern und tänzeln entlang einer imaginären Grenze zwischen Erbauung und Melancholie. Ohnehin wird hier scheinbar die alchemistische Devise der Conjunctio Oppositorum, des Vereinen der Gegensätze, zum Ausdruck gebracht. Denn diese Musik erscheint unentwegt widersprüchlich, wobei diese Widersprüche sehr gelungen aufgelöst werden. Die Musik mutet auf den ersten Blick sehr minimalistisch an, doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich schnell dieses detailversessene Webmuster aus Samples und sich unentwegt wandelnden Drumbeats. Und das ist ein weiterer Pluspunkt dieser LP. Sie bietet auch nach mehrmaligen Hören immer neue Details, die einem zuvor entgangen sind. Doch die wichtigste Aufspannung besteht in dieser atmosphärischen Nähe von Hochgefühl und Sentimentalität, die hier aus einem reichhaltigen musikhistorischen Archiv verstärkt wird. So hören wir stimmungsvolle Elemente von Jazz und des Exotica-Sounds. Dies ist also ein wundersamer Balanceakt zwischen melancholischer Sehnsucht und einer unbestreitbaren Ironie, mit der diese Sehnsucht betrachtet wird. All das sind letztendlich die Wesenszüge einer kurzweiligen Platte. Wenn ich also sage, das sei eine der coolsten Platten, die seit Jahren München verlassen haben, so ist das kein leerer Spruch, Leute. Ich mache keine Sprüche, ich schlussfolgere. Ich hatte zuletzt über das neue Album von Das Hobos berichtet. Beide Platten haben denselben Produzenten, Leo Hopfinger alias Leroy, der auch einer der drei Musiker von Das Hobos ist. Und diese Überlappung ist durchaus spürbar. Ähnlich wie bei Random Home von Das Hobos schwebt auch hier über den Songs ein Hauch von Fernweh, doch wird dieses Gefühl fern jeglicher Tourismus-Naivität erfahren. Gamelanartige Klanggebilde tauchen da entlang des Weges auf, charmante Stimmfetzen, augenzwinkernde Hawaii-Gitarren, eine musikalische Postkarte aus den südamerikanischen Anden. So wäre es leicht, dieses Album als gelungene Urlaubsmusik abzuheften, die perfekte Platte für die Tiki-Bar im 21. Jahrhundert. Doch das hier ist kein Bacardi-Sound, es ist das komplette Gegenteil davon. Dies ist keine Musik für Urlauber, es ist Musik für Reisende. Der Sound dieser Platte wird niemals grell oder aufdringlich, klangvolle Lässigkeit ist hier Programm. Das macht diesen melancholischen Sound auch so vollkommen zeitlos. Es spielt keine Rolle, ob wir 2020 schreiben, während du dir dieses Video ansiehst, oder 2050. Bombardier wird in jedem Jahrzehnt gleich klingen. Die Musik ist einfach nicht genug in Trends verankert, um zu altern und zu oxidieren. Sie wird vermutlich niemals wirklich Retro klingen. Und dennoch kommt man nur schwer an der Versuchung vorbei, diese Platte gerade in der Jetztzeit, in der beschwerlichen Gegenwart von Lockdowns und Quarantänen, seine Magie entfalten zu lassen. Denn dies ist der Sound, der das emotionale Befinden der modernen Welt festhält. Aufgespannt zwischen der Sehnsucht nach einem sauberen, weißen Strand und einem stabilen Wi-Fi. Ich gebe hier 5 Sterne. Ein klasse Album, atmosphärisch, charmant, verträumt, aber stellenweise auch tranceartig. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Album sich in einigen Bars und Cafés ziemlicher Beliebtheit erfreut. Eine dieser Platten, die eine zweifache Wahrnehmung erlaubt. Man kann es bewusst und aufmerksam hören und sich an den filigranen Klangexperimenten erfreuen, die da unter der Milchhaut der Musik schlummern. Denn dies ist ein sehr subtil produziertes Album mit viel Liebe zum Detail.
oder man genießt den Sound hintergründig als einen Soundtrack der eigenen Arbeit etc. und lässt sich einfach nur von dieser Welle aus akustischer Melancholie und Fernweh überrollen. Das war Bombardier von Leroy aus dem Jahr 2016, erschienen auf Chamonix Musik in München, wo es plötzlich wieder gute Musik gibt. Was ist passiert?